Die noch relativ junge 21 Bitcoin-App verspricht die niedrigsten Gebühren am Markt, bei einfacher Bedienung und direkter Auszahlung auf die eigene Wallet. Wie gut und günstig ist die App tatsächlich? In diesem Video erfahrt ihr alles zu den direkten Kosten und ob es vielleicht auch versteckte Kosten gibt. Und damit hi und herzlich willkommen zum heutigen Bit of Knowledge. Zuerst einmal ein paar Eckdaten zur 21 Bitcoin-App. Die für Android und iOS verfügbare App wird von der in Österreich ansässigen FIOR Digital GmbH angeboten und ist auch von der dortigen Finanzmarktaufsicht reguliert. Auf der offiziellen Website 21bitcoin.app wird mit den sehr günstigen Gebühren von 0,79% und mit einem sehr einfachen Kaufvorgang geworben. Außerdem gibt es eine Seite über das Team, dessen Gründer bereits vor einem Monat als Gäste im Bitcoin Verstehen Podcast waren. Die Folge, sowie der Podcast im Allgemeinen, ist übrigens sehr zu empfehlen. Ich habe die Folge unten verlinkt. Aktuell kommt ihr nur über die App in euer Benutzerkonto. Ein Webinterface gibt es bis jetzt noch nicht. Neben dem einmaligen oder gezielten Kaufen kann man auch einen Sparplan einrichten. Es gibt momentan noch keine Möglichkeit, Geld vom eigenen Bankkonto einzuziehen. Das bedeutet, damit die Sparpläne greifen, müsst ihr erst das Geld auf das Bankkonto innerhalb der App überweisen. Einen Dauerauftrag bei der eigenen Bank kann man natürlich einrichten. Man kann bereits ab einem Betrag von 50.000 Satoshi, das sind zum aktuellen Zeitpunkt des Videos ca. 10 Euro, den Betrag auf die eigene Wallet auszahlen lassen. Für die Auszahlung muss man natürlich trotzdem die normalen Netzwerkgebühren des Bitcoin-Netzwerks bezahlen. Für die Verwahrung der Coins, die in der App belassen werden, ist anscheinend BitGo als Partner zuständig. Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Die App wirkt seriös, gut reguliert und der Support antwortet schnell. Generell ist die Regulierung von Finanzdienstleistungen im Dachraum relativ streng. Die Registrierung in Österreich fällt also positiv auf. Viele andere Anbieter sitzen ja zum Beispiel in Singapur oder Hongkong oder irgendwo, wo die Regulierung einfach nicht so streng ist. Wo man dann auch nicht weiß, hey, was passiert mit den Funds, wenn ich dann noch Bitcoin habe auf diesen Plattformen und mal irgendwas sein sollte. Hier kann man sich zumindest vergleichsweise sicher sein, dass die Aufsichtsbehörden ihren Job gemacht haben. Ein dickes Plus ist außerdem, dass es keine, ich sag mal, Ablenkungen gibt in Form von Altcoins, DeFi oder anderen Spielereien. Generell bleibt also mal ein guter erster Eindruck. Schauen wir uns als nächstes an, wie man Geld einzahlen kann, um Bitcoin zu kaufen. Wie bereits erwähnt, gibt es momentan keine Möglichkeit, Bitcoin sofort per Bankeinzug zu kaufen. Es wird allerdings SEPA Instant unterstützt, um innerhalb von wenigen Minuten auch an Wochenenden und Feiertagen Geld an die App zu schicken. Dafür ist nur wichtig, dass eure Bank auch SEPA-Sofortüberweisungen unterstützt. Die App berechnet dafür auch keine extra Gebühren, eure Bank könnte das aber tun. Also unter diesen Bedingungen könnt ihr auch sofort Bitcoin kaufen, ohne irgendwelche Verzögerungen. Um Geld einzuzahlen, klickt unten auf das Plus in der App und anschließend auf Geld hinzufügen. Euch wird daraufhin die dazugehörige IBAN und alle anderen relevanten Daten angezeigt. Die Überweisung müsst ihr dann von eurem Bankkonto aus starten. Wichtig ist, dass ihr den Verwendungszweck bei eurer Überweisung genauso angibt, wie er in der App steht. Dadurch wird das Geld eurem Konto zugeordnet. Sobald die Überweisung ankommt, erhaltet ihr in der Regel eine Push-Notification auf eurem Handy. Dadurch kommen wir auch zum nächsten Schritt, nämlich Bitcoin kaufen und verkaufen. Der Kauf ist generell tatsächlich sehr einfach. Sobald du dein Konto angelegt und Geld eingezahlt hast, braucht es nur 4 Klicks, um den Bitcoin-Kauf zu tätigen. Klicke dafür einfach wieder auf das Plus und anschließend auf Kaufen. Gib anschließend den Betrag ein und bestätige im nachfolgenden Screen, wenn du mit dem Preis und den Gebühren zufrieden bist. Und schon ist der Bitcoin-Kauf erledigt. Einfacher geht es wirklich nicht mehr. Der Verkauf funktioniert an sich genauso, allerdings ist es momentan noch nicht möglich, Bitcoin von eurer Wallet auf die App wieder einzuzahlen. Das Team will das Feature aber in Zukunft integrieren. Kommen wir zum interessanten Teil, nämlich den tatsächlichen Gebühren und der Möglichkeit, diese zu reduzieren. Ich möchte dich vorher jedoch kurz bitten, dem Video ein Like dazulassen, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn du weitere solche Videos sehen möchtest. Nun zu den Gebühren. Um die rekordverdächtigen Gebühren von 0,79% zu erreichen, sind leider ein paar Schritte notwendig. Auf der Hilfesektion der Website erfahren wir, wie sich die Gebühren zusammensetzen. Hier steht, kaufe Bitcoin ab einer Gebühr von nur 0,79%. Die Standardgebühr für Bitcoin-Käufe und Verkäufe beträgt 1,49%. Für Sparplankäufe bekommst du eine Gebührenreduktion von minus 0,5%. Und wenn du einen Freunde-Werben-Code in deinem Profil hinterlegst, bekommst du nochmal minus 0,2%. Die Kosten für einen manuellen Kauf sind also durchaus höher als die angegebenen 0,79%. Wenn ihr in der App einen Referral-Code eingibt, könnt ihr sie auf 1,29% drücken. Das ist immer noch günstiger im Vergleich zur Konkurrenz. Auf der 21bitcoin-Website gibt es dazu auch noch einen Vergleich. Im Prinzip belohnt die App also Sparpläne. Und das, obwohl die App über die Anzahl der Trades eigentlich ihre kompletten Einnahmen generiert. Andere Anbieter würden hier möglicherweise eher aktives Trading incentivieren. Es wird oft gesagt, Vermögensaufbau ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen macht ein Sparplan meiner Meinung nach ohnehin mehr Sinn. Dass die App euch eher dazu motiviert, regelmäßig in Bitcoin zu sparen, anstatt jeden Tag hin und her zu traden, ist meiner Meinung nach ein weiterer Positivpunkt. Es empfiehlt sich also, einen Sparplan mit aktivem Freunde-Werben-Code anzulegen. Dann kommt ihr auch auf die günstigen 0,79% Gebühren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne meinen Code benutzen. Das ist die 4P6LT. Ihr könnt den Code erst nach der Registrierung eingeben, indem ihr links oben auf euer Nutzerprofil klickt und anschließend auf Referral-Status. Schauen wir uns jetzt noch an, ob es gegebenenfalls noch weitere Kosten gibt, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Zum Beispiel geben die Börsen gerne schlechtere Kurse als den aktuellen Marktpreis, um darüber in versteckter Form noch dazu zu verdienen. Häufig ist das auch die Strategie, man weist günstige Kosten aus, um dann an den sogenannten Spreads das eigentliche Geld zu verdienen. Für die 21bitcoin-App habe ich die Kurse mal mit anderen Anbietern verglichen. TradingView ist hier nur als Referenzkurs gelistet, da es keine Börse ist. Zusätzlich zeige ich prozentual den Aufschlag, also um wie viel der Kurs vom Referenzkurs abweicht. Hierzu sei gesagt, dass minimale Abweichungen nach oben in Ordnung sind. Der Kurs kann sehr volatil sein und die Anbieter müssen einfach sicherstellen, dass sie nicht selbst zum Verlust einkaufen. Die Kurse sind vom 3. September 2022 um 13 Uhr.
Und das hat mich wirklich überrascht. Auch hier schneidet die 21 Bitcoin App am besten ab. Der angebotene Kurs ist wirklich nur hauchdünn über dem Referenzwert. Wichtig ist zu erwähnen, dass dieser Test nur eine Momentaufnahme ist. Ich habe mir keinen bestimmten Zeitpunkt ausgesucht oder sowas, sondern einfach zufällig verglichen. Je nachdem wann und von wo die Anbieter ihre Kurse bekommen, kann auch jemand anders mal vorne liegen. Trotzdem ist es ein sehr gutes Zeichen, dass hier anscheinend keine Gebühren versteckt sind. Weitere Anbieter, die auch gut abschneiden, sind Kraken und Binance. Sehr schlecht abgeschnitten und teilweise mit heftigen Aufschlägen haben bei diesem Selbstversuch leider Relay und Crypto.com. Ich kann auch jedem empfehlen, das selbst immer mal wieder zu testen, um die besten Kurse zu finden. Dabei helfen kann euch auch der Börsenvergleichsrechner vom Blocktrainer-Team. Ich habe ihn unten verlinkt. Schauen wir uns zu guter Letzt noch an, was in Zukunft geplant ist. Die App ist schon echt solide, aber es stehen noch ein paar Dinge in Aussicht, um mir noch den letzten Schliff zu geben und vielleicht auch noch mehr. Zuallererst ist da die Möglichkeit, Bitcoin auch wieder einzuzahlen, wenn man mal verkaufen möchte. Für jetzt könnt ihr das natürlich bei Bison, bei Kraken oder bei irgendeiner anderen seriösen Börse machen, der ihr vertraut. Außerdem ist geplant, eine Möglichkeit zum Export von Transaktionen zur Verfügung zu stellen, damit ihr diese in eurer Steuererklärung verwenden könnt. Das soll auch noch dieses Jahr kommen. Zu guter Letzt ist noch eine Bitcoin-Cashback-Karte geplant, die Cashback direkt ins Herz verspricht. Über die genauen Bedingungen ist noch nichts bekannt, allerdings lässt die Website vermuten, dass es sich um eine Mastercard handeln wird. Ich vermute außerdem, dass es eine Debitkarte sein wird, wie die meisten Crypto-Cashback-Karten. Debitkarten kann man oft leichter und mit weniger Risiko anbieten, da man das ganze Kreditgeschäft außen vor lässt. Individuelle Kreditwürdigkeit zu prüfen wäre sehr aufwendig und jedem Kunden einen gewissen Kreditrahmen zu ermöglichen, ist zu riskant. Deswegen sind Debitkarten für die meisten Anbieter einfach attraktiver, weil der Kunde dadurch trotzdem Zugang zum Visa bzw. Mastercard-Bezahlsystem hat. Kommen wir zum Fazit. Die 21 Bitcoin App hat mich persönlich restlos überzeugt. Sie ist super einfach zu bedienen, hat keine versteckten Gebühren und sie ist als Sparplan plus Referral Code Kombi um Längen günstiger als die Konkurrenz. Dieses Review ist auch nicht gekauft. Ich mache es gerne, weil ich die App für ein gutes Produkt halte. Dennoch könnt ihr mich über die Nutzung meines Referral Codes unterstützen, wenn ihr damit eure eigenen Gebühren drücken wollt. Für die Zukunft hoffe ich, dass das Team mit Bedacht wächst und dass genug Kunden die App nutzen, um die niedrigen Kosten halten zu können. Das ist die einzige kleine Sorge, die ich habe, dass das Ganze vielleicht noch nicht profitabel ist. Im Moment sind die günstigen Kosten aber definitiv das Hauptverkaufsargument. Von meiner Seite also eine absolute Empfehlung. Dieses Video ist wie immer natürlich keine Anlageempfehlung. Habt ihr Gedanken dazu, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.